Hallöchen YouTube und herzlich willkommen zu einem kurzen, ja, ich sag mal, Video über meine Meinung. Und zwar werde ich immer wieder in den Kommentaren gefragt, was ich eigentlich jetzt letztendlich von der Mitte-Crew halte. Und das möchte ich hier in diesem Video einfach mal auflösen. Und ja, fangen wir einfach mal sofort an. Ja, viele von euch wissen vielleicht sogar, dass ich damals relativ harten Beef mit Johannes hatte. Dabei aber Tobi komplett aus dem Spiel war, sag ich mal. Gegen ihn hatte ich noch nie was und werde ich wahrscheinlich auch nie haben. Ich gucke aktiv seine Videos und ich mag ihn wirklich sehr. Habe ihn auch auf der Gamescom getroffen und falls du dieses Video siehst, Grüße geht schon mal raus an dich. Und ja, ich glaube, dieser Hauptteil liegt auch wahrscheinlich eher so auf Johannes. Ja, manche sagten, ich wäre ja total mittelfeindlich mit diesem ganzen Mitte rumgehate. Und dazu kann ich einfach nur sagen, dass ich manchmal seine Spielweise nicht gerade bevorzuge, aber naja, es ist halt mittlerweile so geworden, man muss sich da halt einfach dran anpassen und damit leben können, sag ich mal in dem Sinne. Gegen Johannes an sich als Person hatte ich wirklich nie etwas. Es war eher, wie er sich, naja, ich sag mal, verändert hat. Ich kenne ihn, seit er 73 Abos hat. Ich war sein 74. Abonnent. Damals war er noch Top 10 und hat nur 8x1 Gameplays gebracht, wie er gepusht hat, die Stats. Da war er noch in den Top 10 Stats. Und ja, da habe ich ihm auch damals ein bisschen geholfen. Wir haben nie wirklich miteinander geredet. Wir haben immer nur geschrieben, auch in Streams habe ich ihm versucht zu helfen. Da hat er halt immer so gefragt, ja, hier dies und das, Qualität okay, bla bla, dies und das. Puffer verringern, wie das, dies, das, habe ich halt immer ein bisschen geholfen, weil es auch nicht viel oder so. Ja, dann irgendwann haben wir mal Farmland gegeneinander gespielt und da habe ich sie dann halt gemacht und sie fanden das halt, also ich habe sie halt gekillt, das fanden sie halt nicht so gut, dann bin ich nachher sogar noch auf den TS von den beiden gejoint und habe mich, ja, in dem Sinne mal gesagt, entschuldigt, dass ich sie mit Stärke gemacht habe und nicht wie, keine Ahnung, in die anderen Runde einfach nur so. War dann auch alles ganz okay, die Stimmung. Bin dann auch wieder gegangen, hab die dann alleine und in Ruhe gelassen. Und ja, für mich war die Sache da erstmal gegessen. Bis dann irgendwann Johannes mich hat bannen lassen. Da war ich relativ, ja, mad auf ihn. Er hat sich auch in der Community, beziehungsweise Gomunity über mich lustig gemacht. Ja, ich war halt mit einem Freund verabredet und wir sind halt mit seinem Account dann in die Community gegangen, wo er dann halt auch rumlief, bla bla. Und da hat er uns halt irgendwann in eine Party invited, weil wir ihn die ganze Zeit angeschrieben haben. Und dann meinte er so, ja, hab den bannen lassen, bla bla, total arm, dass er einen getrappt hat und so. Wobei er eigentlich ein Tutorial darüber gemacht hat, wie man richtig trappt. Aber naja, das lasse ich jetzt mal außen vor. Soll jetzt auch kein Hate-Video sein, sondern einfach eine reine Meinung von mir gegenüber Johannes. Ja, dann haben wir halt beides so ein bisschen rumgebieft, auch auf Twitter. Ja, ich sage auch, dass ich dabei auch wahrscheinlich nicht gerade gut an die Sache rangegangen bin. Aber naja, ich glaube, jeder Mensch macht einfach mal Fehler. Und ich glaube, das war einfach unser beider Fehler an der Stelle, so öffentlich diese ganze Scheiße und Kindergartenkacke auszutragen. Was ich dann allerdings nicht so geil fand von ihm, war, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diese ganze Kacke zu klären, weil ich einfach auch gar keinen Bock habe auf Beef. Ich habe ihn per Twitter MSG, also PN, angeschrieben, dass ich diese Sache klären will. Hat mich erstmal blockiert. Dann habe ich ja, in-game nochmal versucht, ihn zu erreichen über Labelmod und normalen Chat. Als ich entbannt wurde, hat er auch nicht reagiert. In den YouTube-Kommentaren hat er mich bereits ebenfalls geblockt und auf dem TS hat er mich gebannt, als ich auf diesen TS jointe und mit ihm reden wollte. Ich habe wirklich alles Mögliche getan, mit ihm reden zu können und das Ganze klären zu können. Jedoch hat er seinen Support und dem restlichen TS-Team schon gesagt, dass sie mich auf keinen Fall moven sollen zu ihm. Was schon die ganze Sache mit dem Klären natürlich erheblich erschwert. Danach hat er mich höchstpersönlich einfach vom TS gebannt, damit ich erst recht nicht wieder komme und versuche, das mit ihm zu klären oder keine Ahnung. Habe ja auch einfach keinen Bock darauf gehabt. Naja, dieses Video soll jetzt auch nochmal von mir jetzt öffentlich sagen. Dieser ganze Beef zwischen ihm und mir, den hat er eh wahrscheinlich wieder vergessen, selbst wenn nicht.
ich finde es einfach nur dumm rumzubiefen, im Endeffekt bringt es eh nichts. Ich habe mich mit der Sache abgefunden und ja, falls Johannes dieses Video sehen sollte, kann ich mich für alles entschuldigen, was ich geschrieben habe gegenüber ihm. Auch was ich gegenüber manchmal den Mitte-Namen äußere, da ich auch weiß, dass ich viele Mitte-Fans habe, also Leute mit Mitte-Namen. Generell habe ich eigentlich nichts gegen die Mitte-Crew. Ich finde es halt, war halt immer nur negativ gegen solche Sachen gestimmt. Und jetzt möchte ich die ganze Sache einfach mal vom Tisch räumen hier. Ich finde es auch einfach lächerlich. Und ja. Grüße gehen raus an Johannes und Tobi. Ihr könnt sie gerne markieren, das Video teilen, Links posten. Und vielleicht sieht er es ja sogar. Würde mich sehr freuen. Ja, hoffe ich einfach mal, dass die ganze Kacke jetzt vom Tisch ist. Finde es einfach irgendwie ein Stück weit kindisch. Aber naja. Im Hintergrund habt ihr wahrscheinlich gerade ein Gameplay gesehen, was ich vorher gespielt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, bis zum nächsten Mal. Tschö, Mädel, und Grüße gehen raus.